So, weiter geht's. Jetzt auf dem Weg zum Schildkrötenfelsen. Das wird, glaube ich, so ziemlich der schwerste Teil im Spiel. Wobei der letzte Dungeon danach auch noch ziemlich ätzend wird. Aber ja, der siebte Dungeon ist schon so ziemlich das schwerste in diesem Spiel. Ich hoffe, ich stelle mich da gut an, denn da gibt es eine einzige Stelle, die ist wirklich absolut ätzend. Und da will ich mich nicht lange dran aufhalten, weil das ziemlich nervenaufreibend ist. So, wir lesen mal den Hinweis von Sahasrara. Link, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Ja, das ist verständlich. So. Denn wir müssen hier mit dem Somaria-Stab permanent solche Schwebeinseln erzeugen. Und zwar machen wir das, um hier über diese Abgründe zu kommen. Oh, eine Bombe. Na, ich habe nicht so viele aktuell, deswegen werde ich die auch alle aufsammeln. 6 Stück. Ich bin zwar der Meinung, das reicht, aber man sollte lieber auf Nummer sicher gehen. Na gut, hier war soweit nichts. Dann machen wir hier weiter. So. Ach, diese Schädel, oh Gott, die halten ziemlich viel aus. Der Rubin ist mir jetzt egal. So, und zwar, ja, ja. Jetzt müssen wir diese Fackeln anzünden. Die Frage ist jetzt, in welcher Reihenfolge? Ich würde sagen, wir machen es so. So. Ja. Den letzten hier. Gut. Das hat jetzt schon jede Menge Mana gebraucht. So. Probehalber, wie viele Flaschen Magie haben wir? Ach so, wir haben alles voll. Na gut, das ist nicht schlecht. So. Das war knapp, aber es hat noch gereicht. Dann nehmen wir hier auch wieder. Oh. Aber es reicht auch. So. Die Karte einerseits und ein Schlüssel und eine kleine Pulle Magie. Ups. So, dann gehen wir hoch. Ziemlich knapp gewesen. So, dann geht's hier weiter. Nehmen wir wieder den Somaria-Stab. Ach, dieses ätzende Skelett. Das wird aber nicht dazu kommen, Knochen zu werfen. Oh nein. Ich hasse diesen Raum. Weil da gibt es wieder diese netten fliegenden Kacheln. Oh, ich wusste gar nicht, dass man ihn der Wirbelwindklinge kaputt machen kann. Okay. Das ist mir neu. Aber naja, soll mir recht sein. So, geht Metalle kaputt. Vorher öffnet sich nämlich nicht die Tür. Ich glaube, jetzt muss ich meine Position ändern. Hoch. So. So, ich denke, ich werde nicht mehr getroffen. Nee. Das war soweit mal ganz gut. Ich glaube, das erste Mal, dass ich in so einem Raum nie getroffen wurde. Was war hier? Nichts. Hier war doch nicht nichts. Leute, nichts für sowas. Mein Gott. Und dann gehen wir halt weiter. Gut, da haben wir den Schlüssel für bekommen. Oh, ja, klar. Oh, ich habe noch nicht mein Leben weggekriegt. Interessant. Oh ja, diese Viecher sind ätzend. Genau deswegen. Hm, genau. Mal ebenso 8 Leben weg. Also diese Viecher... Ey, was ist denn das? Oh nein. Oh nein. Ich habe jetzt schon so viele Leben weg. Und dann soll ich das hier noch schaffen. Das ist doch nicht euer Ernst. Kriegt er mich hier? Nein. Das ist soweit ganz gut. Ah, geh doch dahin.
Oh man, diese Viecher sind echt heftig. So, der muss. Ja, ja, ja. Fuck. Oh man, das ist jetzt ernsthaft schon ein bisschen beschissen. Aber... Wow. Wow. Es hat geklappt. So, und da ist unsere Chance auf Leben. Oh Gott. Meine Güte, das ist so... Ja. So, wir sind jetzt schon wieder im Geschäft. Das war jetzt eine ziemlich kritische Phase, aber wir haben es überstanden. Aber das war noch nicht der Punkt, von dem ich redete, der ziemlich hässlich wird. Da gibt es nämlich noch was Schlimmeres. Hoch. Ja, Leben immer willkommen. So, dich wollen wir nicht angreifen. Na, ja, dieses Viech. So, dich wollen wir jetzt kaputt hauen. Gut. 8 Bomben. Na gut, dann haben wir zwar 10, das ist gut. Und dann werden wir uns jetzt dieses Viech zu eigen machen. Und 14 Leben, das ist doch was. Das ist doch schon mal ordentlich. Gerade hatten wir nur noch 2. Da ist noch so einer. Hm, soll ich es jetzt machen? Ja, ich glaube, ich werde noch mal kurz zurück, denn dieses Viech ist wirklich von Bedeutung, weil das jetzt gleich kommt, wovon ich redete. Und da kann man nie genug Leben für haben. Wenn ich da jetzt mich dumm anstellen sollte, dann kann ich einen Tag nach dem anderen saufen und das ist jetzt nicht in meinem Sinne. Deshalb werde ich das jetzt so machen, dass ich den eingesammelt habe. Ich hätte jetzt schon 19 Leben haben können, wenn ich vorher... Obwohl, nein, hätte ich nicht. Falsch. Ich hätte jetzt noch keinen 19 Leben kriegen können. Aber bald hätte ich sie haben können. Ich werde nach dem Palast hier auf die Suche nach den letzten paar gehen. So, die sollte ich eigentlich auch unschädlich machen. Nicht, weil die mir Leben geben, aber die stören einfach nur. Ach ja, oh weia. So, du bist schon mal weg. Oh ja. Wow. Schädel, das ist nicht cool. Jetzt habe ich euch alle 3 im Visier. Ich frage mich, wann geht der bitte tot? Und wann gehen die überhaupt generell tot? So, den Schlüssel nehmen wir uns natürlich direkt. Hä? Die müssen doch tot gehen. Ja, sind sie jetzt. Wie war das nochmal so? Genau, wenn man hier so, dann schießt das Auge auf einen. Wenn man aber so hier reingeht, passiert einem nichts. So. Jetzt haben wir das hier und zwar den großen Schlüssel. Dann gehen wir hier weiter. Was erwartet uns hier? Nochmal eine Röhre, okay. Und zwar mit einer Pulle mit gesamter Magie. So, allerdings brauchen wir jetzt keine Leben mehr, deswegen werden wir uns jetzt nicht mit den Viechern aufhalten. Dann gehen wir jetzt wieder hin, aber nicht in die erste, sondern logischerweise in die zweite. So, oh ja. Jetzt könnte der Zeitpunkt sein, wo ich mal wieder ziemlich viele Leben lasse. Ich hoffe ja mal nicht. Eigentlich sollte mich das Viech jetzt auch nicht treffen, das wäre kontraproduktiv. Gut, du bist tot. Du hast auch gut eingesteckt. Oh nein. Ja komm, mach mich zum Kaninchen. Mach mich zum Kaninchen.
Huch. Wie jetzt? Wir haben noch gar nicht den großen Schlüssel. Quatsch. Natürlich haben wir den. Aber hier geht's schon weiter. Ich wollte eigentlich eher schauen, was hier noch ist. Und zwar hier... Nein, nicht da oben, sondern hier unten. Und zwar müsste hier... Ja, die große Truhe sein. Und hier sind Augen. Oh weia. Die machen generell was. Okay, wow. Ach ja, genau, du machst ja sowas. So. Die beiden Totenköpfe oder diese beiden Krüge, da sind es mir jetzt nicht wert, da Leben zu riskieren, denn die Viecher ziehen Hammer viel ab und da hätte ich jetzt keine Lust drauf. Aber hier ist irgendwo ein Ort, wo man sich auf einen Balkon teleportieren kann. Ja, ich habe sogar schon richtig erwischt beim ersten Mal. Und zwar... Na, eigentlich gibt es diese Wesen hier nur in der Schattenwelt, das finde ich sehr interessant. Die kann man hier aber auch in der Lichtwelt tatsächlich doch schon treffen. So, ja, wäre nett, wenn du mir die gibst. So, dann machen wir die hier mit dem Hammer. Na, und die können wir mit dem Schwert einfach. Die gehen ja auch so kaputt. So. Und hier gibt es eine Truhe mit, genau, einem Herzteil. Jetzt fehlen uns noch ganze drei, mehr nicht. Dann gehen wir hier weiter. Und wieder in die Schattenwelt zurück. Ja, dann sind wir jetzt bei der großen Truhe, wenn ich mich nicht irre, genau. Aber ich habe ja gesagt, ich werde generell alles mit der ersten, mit den ersten Gegenständen durchspielen. Ich könnte jetzt dieses Schild nehmen und dann würde das diese Strahlen von den Augen abwehren. Aber da ich das nicht will, werde ich das natürlich auch nicht tun. So, dann gehen wir noch hier rüber. Und dann gehen wir noch hier rein. Was kommt hier? Oh, war ja ganz viele von diesen Puscheldingern. Treffe ich dich damit? Ja. So, das Herzchen ist uns im Moment egal. Wir haben relativ viele Bomben noch. Hier sind nur Feen, wie ich meine. Nein, doch nicht. Ach so. Na gut, doch keine Feen. So. Na, ich lasse dich doch kommen. Na, hier nicht, aber dann von der Seite. Nein, auch nicht. Doch. Was soll denn das? Nicht von der Seite. Und nicht von der. Nö. Na gut, dann geht's hier noch nicht lang. Und jetzt? Boah, was soll das denn? Man hätte alle töten müssen. Naja, okay. Ach nein. Ja, es ist unnötig. Aber egal, wir holen uns die Kohle. So. So, na, wie machen wir das? Genau so. Und das Ganze ohne uns einmal erwischen zu lassen, das ist schon was. Ich meine, das Geld, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, aber... warum ist das jetzt wieder zu? Naja, egal. Ich glaube, ich habe es aufgesprengt gehabt. Nun gut. An dieser Stelle mache ich einen Cut. Bis zum nächsten Mal.